Das war's, als mit X, wenn. Oh. Du fängst es an, hier zu bauen, gut. Und ja, da ich leider keine Bögen verbieten kann, werde ich erstmal Bögen herstellen müssen, bevor ich anfangen kann, die Kaserne zu befüllen. Jo, nur steht Schuhe her. Dadurch, dass eigentlich unser Töpfer, unser Bäcker den Lebenssammler direkt mit Nahrung versorgt, ist das auch kein so großes Problem, dass da gerade keine Frau im Haus ist. Die Straßen sind schon fast fertig, hey. Ich kann übrigens wieder sagen, gebt mir Gold. Gebt mir Holz. Ich würde dann erstmal hauptsächlich von hier kommen. Du da kannst gleich mal wieder Druidenarbeit nachgehen, weil uns geht das Öl ein bisschen aus. Cool, Webstube ist fertig. Das heißt, wenn wir wieder genug Schuhe haben, also ja, stellen noch das letzte Paar hier Schuhe her. Kannst du schon mal mit der Webstube anfangen? Und ich glaube, ich werde wirklich einen extra Weber brauchen. Also einen extra Schäfer brauchen. Schäfer und ein Träger. Also einer, der gleichzeitig Träger und Holzfäller ist. Das wäre eine gute Kombo. Und den Holzfäller wieder hier oben einquartieren, wo er hingehört. Oder erstmal hier einquartieren. Ja, gut, machen wir es so. Das heißt, du kriegst einen Mann. Und du kriegst ein Mädchen, halt ein Junge und ein Mädchen. Und du kriegst auch einen Jungen. Thank you.
Du kannst trainiert werden. Verändert sich bei denen hier unten eigentlich was dadurch, dass wir... Nicht wirklich. Dann warten wir mal ab, was dann da oben bei den Windländern passiert. Wenn wir ihnen Bögen geben. Also ja, der eine Holzfäller und Bogenschnitzer. Ja, Holzfäller und Träger Bogenschnitzer. Oh, du bist immer noch mit Straßenbau beschäftigt. Du bist fast fertig. Hiermit. Du brauchst Gesellschaft. Ja, und freundliche Mayas sehen doch viel netter aus als grimmige Mayas. Schiff heute steht schon eine Weile leer. So, jetzt fehlt noch Weizen, das kriegst du aber auch gleich um die Ecke. Hey, cool, das abgerissene Gebäude hier. Oh, und auch hier sind zugewachsen. Wenn ich dich einreiße, dann bleibt der Fisch liegen. Ja, du solltest dann demnächst mal wieder jagen. Sobald du die Schuhe ausgeliefert hast. Und ja, ganz ehrlich, dadurch, dass hier unten jedenfalls die Wege so kurz sind, ist es okay. Oh, du hast auch Möbel geholt. Kannst trainiert werden. Und wir haben eine Bogenschnitzerei. Sehr gut. So, das heißt Alf. Verstaut? Ab in die Schule. Also ja, dann nachher hier Wolle gegen Bogen tauschen. Gute Idee. So, du, dich breche ich mal ab. Du holst erstmal dir ein Eisenwerkzeug, hoffe ich mal. Du Träger. Nein. Ja, okay.
Jawohl. Sehr gut. So, du hast Träger in der Schule gelernt, das heißt Händler. So. Dann versorgst du erstmal die da. So, du bist erwachsen. Du wirst mein, kommt schon, sagt's mir, mein Schäfer. So, und du wirst mein Holzfäller, Träger, Speermacher. Wenn nämlich hier unten mal nur der Mann ist, dann kannst du selber euch hier mit Nahrung versorgen. So, also erstmal Holzfäller. Ja, wie ich mich freuen würde, wenn Bäume nachwachsen. Ja. So, du hast Holzfäller gelernt. Träger und Speermacher. Ja, Ölfläschchen werden jetzt wieder produziert, sehr gut. Stein. Bauen wir gerade mal weiter Straßen. Um wichtige Sachen anzuschließen. So, Träger hast du gelernt. Dann als letztes den Speermacher. Den da. So, dann schließen wir mal hier auf der Seite alles Wichtige an. Noch haben wir Möbel. Das ist gut. So, du erstmal Händler. Ja. Ja. Ziehst da ein. Ja. Ja. Sehr gut, du machst Waffenröcke. Oh, dem Lehmarbeiter zählt sie die Rohstoffe ausgegangen. Ah, das habe ich kaum gesehen.
Das heißt, ein neues Lehmarbeiterzelt. Sobald das alte kein Leben mehr hat. Oh, du hast Rüstung später gefunden. Sehr gut. Das heißt, das nächste ist Waffenschmied. Oh ja, und wir sollten mal wieder speichern, sehe ich gerade. Und einen Cut machen. Bis gleich also.